Guten Abend, Twitch. Guten Abend, YouTube. Herzlich willkommen. Ich weiß, Streaming-Zeiten noch überhaupt nicht eingehalten. Was habe ich eingegeben? Montag, Mittwoch, Freitag, 22 bis 0 Uhr oder Open End. War halt so, war mega busy die letzte Woche. Die Woche auch nicht ganz so gut reingestartet. Deswegen gehen wir jetzt ganz gemächlich an die Sache. Ich bin online, wenn ich online bin. Aber so ungefähr, denke ich mal, in den Abendstunden, dass ich hier online kommen werde und komme, wie auch immer. Ja, kurzer Schluck. Ich hoffe inständig, dass ihr alle guten neue Woche gestartet seid. Ich hoffe, dass es mit der Aufnahme hier passt. Also, den Xbox Sound dürfte 1A Paprika laufen. Switch Sound. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und wie toll die Switch mir beiseite steht. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob wir das mit dem Sound überhaupt so lassen können. Die CPU-Auslastung sehe ich jetzt auch wieder. 17,4%, 15%. Mega in Ordnung. Jetzt auch hier im Stream mit der Aufnahme. Hab da noch ein paar Sachen in den Einstellungen gemacht über den M1-Prozessor. Ich streame hier bei dem Mac. Kannst du noch ein paar andere Sachen einstellen? Also Intel-Chips und damals jetzt die Apple Silicon-Chips, die es da gibt. Da gibt es feine Unterschiede, Umstellungen, die man hier betätigen muss im OBS selbst. Mit dem Sound, keine Ahnung. Ich könnte mal das Mic von meiner Frau anschließen. Die hat ja dieses Shure MV7. Keine Ahnung. Die unterscheiden sich ja zwischen dynamisch, also das eine ist ein dynamisch, das andere ist ein Kompressor, ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas sollte der Sound wesentlich besser sein. Der Aufnahmesound von der Stimme. Aber das hier von Rode tut auch sein Ding. Ja, und wie es halt eben so ist, gehen wir direkt mal rein in eine Runde Super Mario. Ein ganz kurzes iPad hier noch. Da, 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 da. Brauche ich einen Akku? Ne, ich brauche keinen Akku, oder? Stream Manager. Soll ich die Kategorie ändern? Oder bleiben wir in Just Chatting? Aber dann fühlen sich doch die Leute beschissen und betrogen. Was sucht der in Just Chatting, wenn der eigentlich Super Mario zockt? Geh mal trotzdem rein und das Licht mache ich wieder aus. Sonst brenzelt mir meine Hornhaut hier noch weg. So, ich weiß auch nicht, wart ihr auf Fasching? Straßenfasching heute. Also hier waren ja einige Umzüge. Alles lahmgelegt, aber ich habe mir so gedacht, erstens, ich war ja noch nie so die Faschingsmaus, auch nicht als Kid oder so. Klar war man dann hier als Batman verkleideter Cowboy. Ich glaube, viel mehr Kostüme kann ich mich auch nicht erinnern. Was da halt, ne? Sei es im Kinderhort. Oder halt eben über die verschiedenen Institutionen, damals auch über die Kirche, keine Ahnung. Ja, also, ne, also das hat mir schon mal gar keinen Bock gebracht. Ne? Aber ich persönlich, vielleicht machen wir daraus noch ein Podcast-Thema. Okay, Fasching wurde schon durchgekaut in einem Podcast, der kommt demnächst online. Aber das Ding, was ich dann online sehe, ne? Ich schwöre, das ist cringe, sein Vater, sein Urgroßvater, wenn sich dann so mit 50er, ne? Oder egal, auch Leute in meinem Alter, ne? Ich bin ja auch lange in der Rente oder sowas, ne? Sich dann so den Beat geben, ne? Aber so besoffen dann noch sich abfilmen, dann in die Kamera noch so mit ihrem komischen stieren Blick reingucken, sich dabei filmen und sich dabei wohl toll finden. Das denke ich mir, Alter, hast du dich mal angeschaut? Hast du dir die Aufnahme angeschaut, bevor du sie hochgeladen hast? Ja, total, total der Silberblick und dann Juhu und keine Ahnung, ja, hier noch einen kurzen Schnaps und hier noch ein Jackie Cola und ein Bierchen und ein Schälchen, keine Ahnung. Da denke ich, was ist denn los mit euch? Ja, also ich habe gar keinen null Zugang mehr zu sowas. Klar, ich war früher auch feiern. Und nicht so knapp, auch hier in der Pfalz sowieso auf Weinfest und hast nicht gehört. Aber ist es das? Ja, dann sich dann so hemmungslos fallen zu lassen, gehen zu lassen, sich dann in irgendein Kostüm reinzuquetschen, oh, das ist ja voll funny und voll lustig, unpopular opinion-mäßig, ne? So, aber keine Ahnung.
Ich kann damit nichts anfangen. Und wundere mich dann auch, wenn ich dann eine Straßenfasching sehe, da wird ja auch übertragen hier im TV. Eben nur kurz gesehen, per Zufall, weil der Opa sich das angeschaut hat, die Übertragung. Ich glaube, Hesse-Rundfunk war das. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in welcher Stadt war der Umzug? Was war? Dieburg, keine Ahnung. Irgendwo. Offenbach, ich weiß es nicht. Offenbach wahrscheinlich eher weniger, wegen dem Anteil. Ist auch egal. Dann hocken die da oder stehen viel mehr. Das sind dann richtig funny. Und saufen sich die Hucke voll. Ja, und dann heißt es dann, ich mach's nie wieder, ne, so auf die Art, Regrets, warum habe ich wieder so viel gesoffen, was Scheißdreck, Alter, du wartest doch nur auf das nächste Woche, um dich wieder zu berauschen, ja, freust dich schon am Montag, warte mal, ich will einmal zurückspulen, freust dich ja schon montags wieder auf den Donnerstag, ja, wenn dann schon die Ladies Nights losgehen, gibt's sowas eigentlich auch Ladies Nights, dass sie dir den nächsten Rausch abholst, ja, und klar, es ist kulturell verankert und gesellschaftlich voll akzeptiert hier mit dem Alkohol, ja, gib dir den Beat, bitteschön, ja, aber ist es das, was man will, von Rausch zu Rausch zu leben? Keine Ahnung, Bratte, ich weiß es nicht. Ja, oder vielleicht, keine Ahnung, sagt der eine, ich bin verklemmt, nur als wäre ich nicht ein Spießer oder ich bin nicht normal. Ja, was ist denn normal per Definition? Das, was du dir selbst dann legitimieren willst in deiner Verhaltensweise, ist das dann normal? Soll ich dann auch saufen oder irgendwas konsumieren, irgendwelche Substanzen, dass es dann in deinen Rahmen passt? So, keine Ahnung, warum ich jetzt wieder so viel neischwätze, ne? Aber es ist doch nicht normal. So, da sind sie alle nervig und alle Fasernacht und fressen dann die Kamelle vom Boden. Ja, sollen sie alle machen. Können sie alle machen, wie sie wollen. Aber ich finde es halt eben. Ja. Ich meine, irgendwann ist doch jede Party schon 30 Mal gefeiert. Wie viele Partys brauchst du noch? Ja, also auch jetzt ganz speziell sind dann so die abgefallenen alten Leiden, ne? Die könnten natürlich auch behaupten, ich erfreue mich meines Lebens nicht, ne? Kannst du dir auch sagen. Ja, aber wie gesagt, leben und leben lassen, aber jeder hat ja auch seine eigene Vorstellung, aber dann sich dann wundern, wenn der Körper abbaut oder wenn man Probleme hat, ja, sei es dann nicht nur die körperlichen, auch dann kognitiv, ja, das hat dann was mit dem Bewegungsapparat zu tun, sondern dass du einfach mega abbaust. Ja, dann, dass du für deinen Rausch noch länger brauchst, den abzubauen. Ja, und nicht mal die Jugendliche mit 20 innerhalb von einem Tag dann wieder am Start und dann noch ein Aspirin geballert, damit es noch schneller vorangeht. Naja, ich weiß auch nicht, warum ich so viel rein blubber hier in die Kamera, hier ins Mikro. Es ist mir wieder jetzt erst wieder auf so aufgefallen, wie die Leute sich mit dem Rausch versuchen abzulenken. Und Rausch zu Rausch leben, das zelebrieren, das auch noch für sich so halt eben auch festhalten und als völlig normal sehen. So. Aber wie viele Beispiele brauchst du in deinem Leben? Vielleicht hast du es in deinem Freundesbekanntenkreis oder darüber hinaus, ne, sondern immer in meinem eigenen Dunstkreis, ja, wie die Leute abgerutscht sind. Ja, auch hier mal ein Bierchen, ah ja klar. Dann mal hier ein Ottel gezogen, einen schönen Tippel gebaut, ne, und dann bist du drin. Oder ist alles zu engstirnig wieder von mir? Wie gesagt, wir waren alle mal jung und haben uns ausprobiert und gemacht, getan. Diskothek, hast du nicht. Na, guck mal hier, die Pflanze. Ja, waren unterwegs. Waren auch nicht immer ganz korrekt. War das? Ich weiß nicht, irgendwann. Aber das Ding ist ja auch, wenn dann so zwischenmenschliche Aspekte dann noch flöten gehen oder man dann, meiner Meinung nach, wichtige Familienzeit dann flöten geht oder dann diese Saufkumpane als Familie bezeichnet, wobei sie sich einfach auch fallen lassen würden wie eine heiße Kartoffel, sofern es dann konträr ihrer eigenen Meinung wieder geht, ja, wenn sie dann sagen, oh, du bist ein Langweiler geworden. Ja, ihr wollt die Langweiler, was für ein Langweiler. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wie viele Partys willst du noch feiern, ne? Man sollte sich seines Lebens erfreuen, Gottes Willen. Jeder sucht da irgendwie auf seine eigene Art und Weise seine Erfüllung und woran hat man Spaß und findet Spaß.
Ja, also ich habe so viele Hobbys und wie die Menschen sich auch halt eben ja, ablenken, ihre Freizeit gestalten. Meiner Meinung nach Alkohol, jede weitere Partydroge. Ich habe auch so gedacht, ne, seit ich glaube, das ist das fünfte Jahr, wo ich nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr trinke. Die Jenny, also Jenny nicht natürlich auch, die hat dazwischen noch ihren Baileys genuggelt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, seit 4 Jahren, dann heißt es immer, hast ein Alkoholproblem. Und ich immer, the fuck, du, was für ein Alkoholproblem? Ja, dann kommen noch die ganzen anderen schlauen Sprüche, oh, ich habe ein Problem ohne Alkohol und was weiß ich nicht, keine Ahnung, wie dann die komischen Sprüche heißen. Ich habe kein Problem mit Alkohol, kann jeder machen, wie er will. Aber für mich ist es halt eben nichts, ne? Auch für die Haut nicht, mit meiner Schuppenflechte, da merke ich halt eben immer extrem, dass man dann getrunken wird. Ja, dass die Haut sprießt. Ja, also, dass man halt eben überhaupt netto wie brutto gar nichts davon hat. Also, so viel dazu. Heute wollte ich eigentlich in Super Mario mal reinsteigen. Oder einsteigen. Ey, wo habe ich denn das Zelt dahin? Sehe ich gerade. Wo habe ich denn das Zelt dahin? Mal hier. Wo ist es denn? Weil das habe ich auch nie wirklich weitergespielt. Eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da gekommen bin. Zünder hier. Ist auch ein bisschen wackelig, die Konstruktion hier von Nintendo. Aber ich glaube, das ist Super Mario World. 3D World haben wir, glaube ich, auch nie zu Ende gespielt. Lass mal hier reingehen. Ich zumindest mal die erste Welt wieder gezockt habe. Und jetzt ändere ich mal die Stream-Bezeichnung Mario Wonder. Kann man alles so lassen. Fertig. Und das geändert. Ich nehme ganz klar Mario. Das ist schon toll gemacht. Aber ich merke, der Sound ist fürchterlich, ne? Audio. Monitoring-Gerät, ne? Bin ich doch geschnitten. Ich kann hier gar nicht die Spuren verändern. Wieso? Okay. Ja,
Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, das kann ich eigentlich skippen, ne? Jawohl, let's go. Wir hatten das ja eigentlich schon relativ weit gespielt, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern, an nichts entsinnen, um was es überhaupt nochmal ging. Oder auch wie viel wir von den ganzen Level-Inhalten erreicht haben. Ich will ja immer alles 100% erspielen. Was da jetzt... Überspringen. Genau, was wir da jetzt anders machen. Und natürlich die 100% holen. Rapid Visa, so. Stimmt, Schwierigkeit wurde ihm angezeigt und ich muss diese Samen finden. Ne? Da oben links zu sehen auch nochmal die Samen plus die Münzen und diese Special-Münzen. Die brauche ich ja, um eventuell noch Wege freizuschalten. So ungefähr war das. Und los geht's! Warte mal. Was für ein... Ja, lange Rüssel. Aber wurden die nicht verklagt? Benjamin Blümchen-mäßig? Weil er genauso aussieht. Ach, ich weiß gar nicht. Nintendo sind ja auch fucking funny, ne? Die verklagen einfach komplett auch die ROM-Hack-Szene an sich. Sind auch. Was kann ich denn da machen? Ah, okay. Also die ROM-Hacker, die quasi dann Super Mario Grand Poo World spielen, was weiß ich nicht. Die werden dann alle einfach weg. Verklagt. Okay, das ist richtig psychedelic. Aber wir haben noch gar nichts an Münzen gefunden. Jetzt kommt hier. An Münzen meine ich an Samen. Da braucht man doch die Samen. Hier ist Nummer 1 und am Ende vom Level gibt es, glaube ich, noch einen Samen. Kann das sein? Ich habe echt keinen Bock, YouTube anzumachen und mir dann nochmal die ganzen Secrets reinzuziehen. Siehst du, hier kommt der zweite Samen. Alter, ist der Sound abgefuckt. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Hier ist doch alles richtig angestöpselt. Nochmal zum Thema Fasching. Meins ist es nicht. Beurteilen werde ich keinen deswegen. Aber man muss sich halt eben auch nicht volllabern lassen von der ganzen Leiten, ne? Dass man ein Spaß, ein Spielverderber ist oder ein Langweiler, hast du nicht gehört. Also, nee, nicht mit mir. Oh, da hinten dran. Wie komme ich hinter diese andere Ebene? Okay. Ich will nach hinten. Alright. Komm, sag mal, ich habe keinen Bock auf diesen Elefanten.
Und den hier. Fantastic. Also fahr ich doch dahin kommen. Okay, ist wieder verdächtig. Da oben geht doch irgendwas. Hey. Was? Sprechen Pflanzen sich ganz gut? Ich hab eine Pflanze. Was? Sprechen Pflanzen sich ganz gut? Okay, komm her. Was verändert sie? Okay, okay, okay. Ja, wirklich! Ich weiß, die sind doch so drauf, die Entwickler alle. Jetzt hier nirgendwo rein? Ich habe doch irgendwas verpasst. Weißt du, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich spiele das immer 100%. Okay, ist der eine Samen. Da gibt es auch 100% irgendwas, oder? Nicht? Oh, was war denn das? Ein Yoshi-Ei? The fuck? Wonderful. Auch drückt den anderen Samen her. Aber die Frage ist jetzt immer noch für mich, habe ich alles erspielt? Habe ich schon irgendwas übersehen? Hat Nintendo mich schon verarscht? Guckt er die Viecher an. Ist das gut? Mein Nintendo hat ja irgendwann angefangen mit Backtracking. Da konntest du die Levels von vorne anfangen, beziehungsweise schon am Start vom Level rückwärts laufen, also in die entgegengesetzte Richtung. No! Jawohl, so wie ich, mit dem dicken Ranzen. Gibt's da sonst was? Nö, nur die großen Zähne. Ich weiß ja nicht. Ah, die kann man bestimmt verschieben. Ne? Wie war das? Na, was hat's mir gebracht? Thank you.
Im Panzer, mit dem Panzer geht's. Oder so. Ah, siehst du, darauf habe ich gar nicht geachtet, ob ich in allen Leveln die 10er gefunden habe. Okay. Das ist so trippy, ey. Her mit dem Samen, Idee. Irgendwas vergessen. Nee, okay. Und zu dem Spiel muss ich sagen, das haben sie echt so schön programmiert, ne? So schöne Sprites überall, beziehungsweise 3D-Modelle. Super. So, haben wir alles. Was sehe ich das hier vielleicht? Level? Wieso steht denn da oben jetzt W1 Rennfelswiese? 6 Stück gefunden, klar, pro Level 2 bis jetzt, 3 Level haben wir gespielt. Hier habe ich die 10er, genau. Wieso zeigt er mir jetzt oben hier noch ein Feld an? Was habe ich jetzt gedrückt? Nochmal. Das hier aufstelle. Was kann ich damit machen? Aber ich kann mal Level platzieren. Ein Aufsteller ist eine Markierung, die sagt, ich war hier. Ah, okay, weil man das ja auch zusammenspielen kann, ne? Wir machen mal speichern. Die Propellerblüte. Ich werde das Gefühl los. Ich muss es gleich googeln, ob ich alles gefunden habe. Drei zu holen. Haben wir hier. Ich glaube, hier war schon ein Bossgegner, ne? Hier rechts irgendwo. Ja. Und hier ging es dann auch weiter. Soweit haben wir es gespielt gehabt. Aber ich glaube, der Zwischenboss war gar nicht so challenging, gar nicht. Ich brauche 3 Level, ne, 3 Level, das zeigt mir oben an 3 Level, 10, 14. Okay, jetzt wird so ein Samen freigeschaltet, ne? Okay, hier geht's alles in Ordnung. Schon eine Fähigkeit.
Drücke in der Luft R und schüttle den Controller um die Mitte. Aber wieso soll ich den Controller schütteln, halt mal? Naja, funktioniert. Funktioniert, soll mir gefallen. Okay, 10 Stück brauche ich da drüben, um den aufzumachen. Dann gehen wir erstmal in dieses Level. Ein Gelobter, das fällt gar nichts auf. Hier lang. Jetzt nicht runter, bitteschön. Oh jo. Oh, mein Knick. So, guck, ich mehr Zeit gehabt. Okay, komm hier. Let's go. Shit. Da unten war was. Nein, ich bin nicht durchs Ziel. Ach stimmt, die haben das Ziel ja weggebumst. Oh no. Das war die erste, okay. Ganz schön wild, oder? Oh no, was habe ich gemacht? Okay. Endlich Gesellschaft. Hier gibt's nichts. Siehst du, ich habe jetzt nur eine verschissene 10. Na komm, da gehen wir nochmal rein ins Level, oder? Aber ich müsste es von oben finishen. Oder? Ja, wunderbar. Here we go.
Da war noch eine, oh, das waren drei. Jo, Tatsache. Okay, Halbzeit. Und hier kann man sich schon mal ein Power-Up rausholen, reinholen. Nee, das wollen wir diesmal nicht aktivieren. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Hier ist eine 10. Komm, komm, komm. Ach. No me gusta. Da fehlt noch eine 10. Die muss früher gewesen sein. Aber wo? Oder muss ich dafür die Blume aktiviert haben? Oder hier was verschieben? Nee, das geht auch nicht. Und hier ist immer Kummer. Was soll denn das sein? Ich weiß ja nicht. Das geht auch nicht. Thank you.
auch, ne? Level heißt ein Mario Wonder, ein hält gar nichts auf. Ach, ist ja krass. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Und zwar, man siehe da, geht's nuff. Jetzt haben wir die Zähne. Und mal so schön ist, gucken wir gleich noch, wo die zweite, wo der zweite Samen ist. Okay, der rennt schon mal von dem ganzen Viech so richtig weg. Das wäre die die dritte Zehnermünze. Jetzt hat er das in diesem Durchgang genauso gespielt wie ich. Ja, wo holt er sich denn die 100%? Soweit war ich auch schon. Ach,
Ach, es ist wirklich so blöd. Ach, du meine Güte. Ich muss einfach das Level ganz normal beenden, ohne irgendwie jetzt hier die Blume zu aktivieren. Ich muss das Level ganz einfach zu Ende spielen. Aber ich brauche trotzdem nochmal, komm, eine Feuerblume. Oder auch nicht. Sieh da. Machen wir immer so kompliziert. Nochmal eins, machen wir noch. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. So. Ah. Die 17. Ah, shit. Das war mal, wie viele Samen gibt es hier zu sammeln? 2 Samen. Das ist schon funny. Wie kriege ich denn das auf? Wie kriege ich denn hier? Ah, okay. Ich habe was vergessen, glaube ich. Das ist ja der eine Samen, der Abschlusssamen. Ich muss wieder nachschauen. Gehen wir nochmal rein. Geschwind. Hallo.
Eigentlich müsste die Münze doch jetzt schon der Samen. Jetzt ist es verkehrt, was ich da mache. So. Siehst du, ist mir gerade aufgefallen, dass ich die gar nicht hatte. Ah, Brate. Nein! Bitte! Dann machen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut. Ja, speichere doch, was ist los? Okay. Dann bleibt mir wieder zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal hier den Eingang wechseln. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Bis morgen, Kids.